fernbedienbar machen wollt. Falls jemand Lust hat, kann er sich noch eine Nummer 2 und eine Nummer 1 ausdenken. Und dann haben wir ein wunderbares, wunderschönes Rallye-Fahrzeug. Was will man noch mehr? Im Kuhstall. Und ihr seht, Wahnsinn. Ein Lego. Und der Rücken fliegt auch mal 2 cm. Voll geil, oder? Von uns rüber. Hallo, Halli, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knacker aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze hier an meinem selbst persönlich gekauften YouTube-Videotisch im Saal Klassik des Eitler Kindergramm, das bereits mit Flipperautomaten und Lego-Sets in Betrieb ist. Und ich habe euch was mitgebracht. Das, liebe Freunde der Blasmusik, ich hoffe, sie fokussiert, ist eine Froschschüssel. Ja, da kann man nicht mehr und nicht weniger dazu sagen. Froschschüssel, Froschschüssel. Ganz einfach. Ich habe euch noch was mitgebracht von der Firma Lego. Haltet euch fest. Es ist das Beste, es ist das Schönste, es ist gelb von und zu überhaupt. Und es ist das größte Set aus der Rallye-Miniserie. Ja! Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ist das Video 323 mit Lego-Sets von meiner Seite für euch. Wir reden heute über die Lego Nummer 8850. Einen Geländewagen aus dem Jahr 1990. Der englische Name ist Rally Support Truck, besteht aus wunderbaren 359 Elementen und inkludiert eine Technik-Actionfigur. Die Kinderkram-Inventarnummer ist die LA-90107. Im deutschen Katalog war es 1990, 1991 und 1992. Tja, so schaut der Kollege aus. Und das geschulte Auge eurerseits hat bereits erkannt, wovon wir reden. Und bevor wir näher darauf eingehen, werden wir das Maßband zu Rate ziehen und mal schauen, wie groß dieser Wuschi ist. Der Wuschi hat 25,5 cm Länge. Ich muss mal schauen, da löst sich gerade. Nein, löst sich nicht, das wackelt nur ein bisschen. 25,5 cm in der Länge. Der höchste Punkt ist nicht die Antenne, sondern mit 15,8 cm die Hands of God Lenkung, das Warnlicht. Und die Breite ist hier durch die Seitenscheinwerfer mit 12,3 cm die größte, schönste von uns überhaupt. Ich versuche mal eine Hochkantdrehung. Das könnte hier eng werden, weil ich jetzt die Zoom-Einstellung nicht wirklich verändert habe. Aber es geht sich alles wunderbar aus. Hui, da kommen schon die technischen geheimen Informationen zutage. Ihr habt es schon gesehen, nicht wahr? Ja! Der ist schon herzig. Der kann einiges. Der ist okay. Da kann man nichts sagen. Da kann man nicht meckern. Der ist super. Kommen wir zum Thema. Die Lenkung. Wir haben eine Lenkung obendrauf. Ja, Hands of God, der Einschlagradius, na ja, da haben wir jetzt ein bisschen einen Unterschied zu den kleinen sechsrädrigen Kollegen, aber man kann noch immer fahren. Funktioniert, senkrechte Stange auf ein 24-Zahn-Zahnrad, ihr seht es hier. Hier seht ihr noch das Winkelzahnrad in der Mitte drinnen, das das aufnimmt und auf die horizontale Achse da oben bringt. Die horizontale Achse geht nach vorne und landet dann, darf ich den abziehen, ohne dass es davon fliegt? Ja, landet da vorne auf den 8-Zahn-Zahnrad und der klassischen Zahnstangenlenkung, wie ihr sie schon kennt. Weil wir es gerade in der Hand haben, das Rad ist das wunderbare 63 mm Technik-Vollgummirad aus der, das gibt schon, seit es Expert-Bilder gibt und das ist gut, also ja. Es gibt nicht dieses Rad, seit es Expertbilder gibt, sondern das größere. Aber das ist ja technisch dem nachempfunden. Davon haben wir 4 Stück drauf mit weißer Felge. Klar, Vollgummi. Hinten haben wir schon gesehen, es gibt ein Differentialgetriebe. Das heißt, drehe ich hier ein Rad, dreht sich das Gegenrad in die andere Richtung, so wie das im echten Auto ist, so wie wir das schon kennen, das klassische Differentialelement der Lego Technikserie mit 3 von den klassischen kleinen Winkelzahnrädern. Es geht dann auf ein 4. Winkelzahnrad, das dann die Achse, die sogenannte Kardanwelle, nach vorne bildet. Und vorne,
Vorne geht es dann auf 3 Stück von den 16 Zahnrädern, die übereinander angeordnet sind, um hier diesen neumodischen Motor zu bewegen. Eine feine Sache, ein 6-Zylinder-V-Motor ist da verbaut. Ganz toll. Jetzt werdet ihr sagen, okay, warum ist denn hier hinten der Bimpfel raus? Der Bimpfel da hinten ist raus, damit man da eine Riemenscheibe montieren kann und oben in den Kofferraum einen kleinen 4,5 Volt oder 9 Volt Motor einbauen kann. Und dann kann man mit dem Ding mit Strom vorn zurückfahren. Das ist der Plan. Und wenn man ein ganz gefinkelter, ausgefuchster Kerl ist, dann kann man hier an diese Lenkung noch eine ferngesteuerte Lenkung machen. Und da haben wir schon die Aufgabe. Falls ihr Lust habt und dieses Ding mit Kabelschnüren fernbedienbar machen wollt, einen Motor für den Antrieb und einen Motor für die Lenkung einbauen möchtet und damit ins Kindergarten kommt, dann machen wir ein kleines Video gemeinsam. Machen wir das. Dann könnt ihr euch da auf den Boden setzen und über den Tisch schlupen und euer modifiziertes Modell vorstellen. Das ist das Angebot für euch. Wir sind also beim dritten Modell der Rallye-Serie. Es ist ein bisschen schade, denn das hat die Nummer 5. Ihr wisst, die Nummer 4 war der kleine Wüstenrenner da und die Nummer 3 war der 6-rädrige Geländewagen da, der ganz kleine. Falls jemand Lust hat, kann er sich noch eine Nummer 2 und eine Nummer 1 ausdenken. 2 weiß ich nicht so recht, aber Nummer 1 ist ganz klar, das muss ein Motorrad sein. 1 ein Motorrad, 2 irgendwas zwischen Motorrad und den 6-rädigen. Muss aber passen für die Technik-Action-Figuren, von der wir hier natürlich auch eine haben. Und die reiße ich da gleich mit dem Sitz heraus. Ihr werdet jetzt sagen, ja, die kommt mir doch bekannt vor. Ja, die kommt euch sehr bekannt vor. Die ist nämlich ziemlich geklont von denen aus den letzten 2 Sets. Ja. Man könnte jetzt sagen, okay, die Hose ist anders, aber das war's dann schon. Ja. Das Gesicht ist dasselbe, der Oberkörper ist dasselbe, der Helm ist dasselbe, die Haare sind dieselben. Die Schuhe sind dieselben. Stimmt das? Die Schuhe? Nein, die Schuhe waren die weiß bei den anderen. Hab's mir nicht gemerkt. Da müsst ihr kurz am Ende des Videos, gibt's vor und zurück im Abspann, da könnt ihr nach vorne, nach zurück und da könnt ihr schauen, ob's ein anderes Füßlein gehabt hat. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich habe das vor 10 Minuten aufgenommen und ich weiß nicht mehr, welche Schuhe drinnen. Ja, das ist der Support-Truck, der bringt sozusagen die Ersatzteile zu den Rennen. Gefährten, die so in der Wüste herum oder in der Steppe herumgackern. Und mit dem kann man ganz toll fahren. Ich fahre da jetzt ganz bewusst aus dem Bild. Da muss ich dann wieder aufzoomen, wenn ich das nicht vergesse. Und dann kann der so Vollgas auf Schwein. Kriegt das Schwein eins auf die Nase und dann schiebt er zurück und schaut nicht und hat den Krug angetäpscht. Und dann fährt er wieder so herum und von und zu überhaupt. Aber ihr seht, es funktioniert wunderbar. Auch der Motor läuft ganz brav. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Er schnurrt wie ein Lego-Kätzchen. Ich finde das ein nettes Set. Ja, Aufbau. Ganz simpel. Die schwarze Antenne darf nicht fehlen in der Rallye-Serie. Das wisst ihr ja ganz genau. Wir haben Technik-Bricks. Und zwar Unmengen gelbe Technik-Bricks. Es ist Technik. Also 1990 ist ein gutes Technikjahr. Da kann man gar nichts sagen. Gar nichts zu meckern. Dann gibt es ein paar Platten und ein paar schwarze Technik-Bricks und ein paar graue Elemente. Und dann haben wir ein wunderbares, wunderschönes Rallye-Fahrzeug. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin begeistert. Was meinst du? Ja, bis auf den Klon jetzt. Ja, den Klon hätte man ein bisschen modifizieren können. Aber unter uns sind wir froh, dass es ihn überhaupt gibt, denn heutzutage gibt es überhaupt keine Figuren mehr beim Technik-Dingsbums. Also ich finde das schon eine super Leistung, dass wir damals die Technik-Sets hatten. Dass er das Lenkrad nicht erreicht, haben wir im Prinzip beim letzten Set schon begrittelt. Das brauchen wir hier nicht neu begritteln. So ist das halt. Ja, dann stelle ich das mal runter. Nein, Federung hat es keine. Ist trotzdem robust. Und sage euch die Hausübung. Die Hausübung, liebe Freunde der Blasmusik. Finde heraus, wie oft man ein A4-Blatt in der Mitte falten kann, bis es nicht mehr geht. Mach das, kannst du selber herausfinden. Selbst persönlich. Ja, und dann hast du einen kleinen Blattwürfel. Kubus. Blattwürfel, Kubus. Ja! Ich bin schon gespannt, was ich nächstes Mal zeige, denn ich habe es mir noch gar nicht angeschaut, was das nächste Set ist, das ich euch zeige. Deshalb mache ich jetzt gleich Schluss, damit ich das endlich erfahre. Ich bin schon von und zu überhaupt neugierig. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder auf YouTube oder persönlich oder von und zu überhaupt.
Würde mich freuen, wenn ihr ein kleines Abo da lasst. Wenn es euch ganz besonders gut gefallen hat, klickt doch auf den Daumen rauf, wäre doch nett. Und wenn nicht, dann schade. Aber bin ich trotzdem nicht böse. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Es macht Spaß, mit euch Videos zu machen. Das ist so ein Ding, das mich über Wasser hält. Sagen wir mal so, neben der Arbeit, die mich hier runterzieht. Das Hobby ist das. Ja, ein Hobby auf YouTube. Was will man mehr? In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, hier, im Eitle Kindergarten oder hier auf diesem YouTube-Kanal. Ein Lego-Koffer. Der Hut fliegt auch 2 cm. Da bin ich, hallo. Ja. Voll geil, oder? Von und zu überhaupt.